Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf der Hof Bergmann mit dem Scholli. Und der Veria. Ja, aber ich bin erstmal ganz elegant anstatt auf W auf E gekommen und bin erstmal ausgestiegen. Aber macht ja nichts. So, wir beschäftigen uns weiter mit unseren Schweinchen. Die müssen jetzt erstmal grundversorgt werden, bevor wir uns jetzt wieder mit anderen Sachen beschäftigen können. Ich vermute mal, The Stroh kommt in den Stall. Ja. Gucken wir mal. Das ist schon wieder viel zu viel. Den Rest kann man ja oben lagern. Wir haben ja noch ein bisschen Luft. Ein bisschen weiter rum. Oh ja, jetzt kommt knapp hier, du. Ja. Also das reicht auch mit einem kleinen Hängerchen. Ich muss sowieso noch einen suchen für die Gewächshäuser. Ja, dafür ist der hier zu groß, ja. Ja, kommst du nicht rein. Ich hab schon mit. Okay. Braucht noch irgendjemand Stroh hier bei uns gerade? Fast alle. Ja, was heißt denn hier fast alle? Das sind ja nur die Kühe, oder? Kühe, die Schafe und Ziegen brauchen Stroh. Bei den Hühners brauchen wir keinen Stroh. Die Hühner brauchen noch gar keinen Stroh. Unsere Hühner brauchen auch Stroh. Was? Ja. Nein. Wir sind auf der Hof Bergmann. Ja, kann es wer anders machen. Ich fahre ja, nicht mit dem Gerät da rein und bringe das Stroh dahin, wenn er nicht kloppt. Wenn du das machst, dann stelle ich mich neben dran, das will ich sehen. Quatsch, hier muss ich nicht rein. Ich muss da hinten durch. So, jetzt muss ich unsere Kühe hier drin über den Haufen fahren. Na, ganz toll. Nehmen die hier überhaupt lose Stroh? Ja. Gut. So, jetzt alle Realistik-Fans bitte weggucken. Ich muss jetzt hier mal durch den Kuhstall fahren. Nur noch auf der 4. Herrlich. Oh, die brauchen aber viel Stroh. Ja. Eieieiei. Alter, haben die viel Mist gemacht. Was sollen wir denn mit dem ganzen Mist machen? Den wollten wir dann bei der nächsten Runde auf die Felder machen. Ja, ist wohl besser so. So, na gut. Haben die so viel? Alter Schwede, das Ding ist voll. Ich weiß ja nicht, sieht man das hier? Ach, da geht noch rein. Das sind nur 225.000 Liter. Und wie viel passen rein? 300 auf jeden Fall. Noch Luft. Also können wir uns da tatsächlich mal mit beschäftigen, dass wir unser Mist an den Mann kriegen. Beziehungsweise auf das Feld. Pass auf, und dann müssen wir mit dem Miststreuer alle Nase lang auffüllen. Oh oh, ich sehe es schon kommen. Nee. So. Achso, da muss ich jetzt reinfahren, ne? Ja. Ich hab's geahnt. Mach mal auf hier. So. Kriegen unsere Pullover-Schafe auch ein bisschen was. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Funktioniert.
Heute gibt's Hammel oder Lamm oder was auch immer, was zum Armbrot. Ja, ah, schön auf dem Grill. Wir haben mit leichten Verlusten zu kämpfen. Jetzt haben wir ganz minimalen Rest, 2%, das ist doch ärgerlich. Wieso blinkt denn der? Auch das noch. Ja, nun, und nun? Bringen wir mal den Rest hier wieder weg, wa? Muss ich ja hier vorne rein kippen. Richtig. Verkaufshäusel. Wir kriegen gleich wieder Geld. Oh, was war das? Y. Ja. Ypsilonien. So, haben wir dieses. Dann nehme ich gleich noch eine Ladung Schweinefutter mit. Oben ist schon eine Ladung im Silo. Ich weiß, aber wenn ich jetzt eh mit einem Hänger hochfahre, kann ich doch gleich nochmal mitnehmen. Ja, oder? Wir brauchen sie ja unten nicht. Das ist. Eben. Du weißt doch eh schon denken. Oh ja. Klappt nicht immer. So, E. Und so. Und so. Ist jetzt Stroh gleich schwäch. Dann muss ich hier drunter fahren. R. Kartoffeln, Zuckerrüben, Saatgut, Mischration. Da war es Schweinefutter. Start. Start! Jut, jut, jut. Ich bin schwer begeistert. Was brauchen denn die anderen Tierchen noch so? Oh, die brauchen alle Wasser. Ja. Uha. Die Eierscheier auf der Weide. Hochwasser. Alle brauchen sie Wasser. Und die brauchen Silage und Heu. Liegt aber eigentlich. Sehr komisch. Jo, dann würde ich sagen, mal dann noch mal eine Runde rumgondeln mit Wasser. Das will ich mal anders hinsetzen. Ja, dauert eine Weile, bis der Gerät voll ist. Aber du, es ist dann wieder Platz für Schweinefutter. Also wenn du Langeweile hast, na, kannst du wieder loslegen. Ich mag dich auch sehr. Mhm. Erstmal Hühnerfutter produzieren. Ja. Du bist hier noch The Futterman. Du machst das gut. Und die Gewächshäuser, ne? Jo. Sie mal wieder Geld geben. Die Gewächshäuser brauchen auch Wasser. Falls du hören. Falls du was? Falls du es hören wolltest, die Gewächshäuser bräuchten auch Wasser. Jo. Danke für die Info. Also, das schaffen wir vorher noch auf die Straße. So. Erste Geld kommt auch schon wieder rein. Was verkaufst du? Milch. Die Milch. Na siehste, geht doch. Können wir die nächsten 30 Schweine kaufen? Nein. Sehe es schon kommen, Chefin, ich kann
Halbtag arbeiten. Warum? Ich muss Schweinefutter produzieren. Ja, endlich siehst du es ein. Na, die brauchen wirklich nicht viel. So, der Rest kommt ins Lager. Dann sind die hier erstmal versorgt, unsere kleinen Schnucki-Putzis. Wie abkippen. Nee, Soja brauchen sie noch, ne? Ja. Was kann ich auch hier oben denn einlagern, ne? Was ich nicht verbrauche. Genau. Oh, das ist doch super. Alles nicht schlimm. Ja, ich würde sagen, hier oben ist denn das maximale Füllvolumen von Schweinefutter auch erreicht. Ich nehme dann den Rest wieder mit runter. Ja, da gehen auch 100.000 Liter rein. Ja. Oh, macht ja nichts. Das macht doch nichts. Ja, kommt drauf an, wie viele Schweine wir da oben haben. Oder wir. Wir lassen die sich jetzt erstmal vermehren und gucken, wie wir mit der Masse klarkommen. Denn die müssen ja auch langfristig versorgt bleiben, ne? Ja. So, Soja war ja an dem anderen Silo, ne? Am normalen Hofsilo. Ja. Hoffe ich, dass ich das da reingekippt. Ich meine, ja. Urlaub tut ehrlich nicht gut. Sag ich doch. Besonders nicht dir. Gib mir lieber was von deinem Urlaub ab. Ich hab doch nur noch. Wie viele Tage habe ich noch? Ich hab doch nur noch knapp 40 Tage. Na, guck mal, dann hast du doch bald ganz viel Zeit, um hier die Felder zu bewirtschaften, um Futter herzustellen. Das ist doch ein Traum. Perfekt. Weh, das läuft nicht so. Sojabohnen, da waren sie. 44.000 Liter. So. Na schön, da bin ich aber mal sehr begeistert, dass wir die jetzt schon mal versorgt kriegen. Dem einen fällt, also sind ja so eine Sojabohnen gesät. So, dass wir da dann auch schon wieder die nächsten Reserven erwirtschaften können. Und das ist doch gut. Ja, zwei Viertel, also das zweite Viertel wird auch gerade angesät. Sojabohnen. Können wir ja gucken, das war hier unten die Sojabohnen auf, weiß ich nicht. Also da oben auf jeden Fall die 100.000 versuchen so voll zu halten. Ja. Das war immer ein Notfutter da haben, je nachdem, wie sich das hier ausartet irgendwann. Ein Serverlag. Ah! Scheiße. Mein Kleiner sitzt neben mir und hat mitgezuckt. Oh ja. Sah lustig aus, oder? Sollst du über mich lachen? Dann hör auf damit. Er lächelt dich nur an. Nee, das sieht anders aus. Ich kenne ihn lange genug. Ach, gucke, das war gar nicht so viel. So, dann kommt der Rest hier oben. Nein,
Und dann können wir hier hin und her gondeln. Oder auch nicht so. Jetzt. Wunderbar. Juti, dann würde ich aber sagen, für die Folge kommen wir zum Ende. Wir haben unser Ziel erreicht. Die Schweine sind versorgt. Das soll heißen, ich mache hier mal einen Motor aus, mache die Stalltüren zu, damit uns hier auch ja niemand abhanden kommt. Ja. 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 So wertvollen Schweine. Ja, die schönen weißen Schweine mit den schwarzen Punkten. Oh, ihr Süßen. Könnt ihr euch hier ausleben. Wunderbar. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr fühlt euch bestimmt wohl. Ja. Alles klar. Ja, dann bedanken wir uns wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünschen euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Also bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.